Hi liebe Community, ich wünsche euch an allererster Stelle erstmal wunderschöne Weihnachten, frohe Festtage und je nachdem wann ihr das anseht, auch einen wundervollen guten Rutsch ins Jahr 2022. Heute ist wieder ein Video am Start und zwar habe ich von einigen Partnern und auch von Interessenten Fragen bekommen und ich dachte mir, ich mache jetzt da gerade mal ein FAQ-Video dazu, um einfach die gängigsten Fragen mal zu beantworten zu dem Royal Q-Bot. Denke, dass das auch für den einen oder anderen interessant ist. Und deswegen legen wir auch gleich los. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, brauche ich selber Erfahrung, um mit dem Bot traden zu können? Nein, das brauchst du nicht. Du kannst zwar die Coins manuell einstellen, also die Coins, welche du handeln willst, aber du brauchst keinerlei Erfahrung, sondern kannst dich im Prinzip einfach hier unten auf Circle gehen und dann hast du hier die verschiedenen Trader und kannst dir die mal durchschauen und je nachdem welche Strategie oder welcher Trader das dir gefällt, gehst du hier einfach auf View. Ich habe hier zum Beispiel den gejoint, also den abonniert und hier kannst du einfach so die ganzen Informationen dazu lesen, was er für Ergebnisse gemacht hat, was für Empfehlungen, dass er abgibt und so weiter. Wenn du diesen Trader koppeln möchtest, gehst du ja einfach auf AutoTrader bei PFX Strategy, wo du die Prozentzahl siehst, klickst dort drauf. Und da ich leider schon einen Trader gekoppelt habe, erscheint hier kein Feld. Ansonsten würdest du hier zu unterst sehen, Copy Trader. Und sobald du das gemacht hast, kopiert er quasi die Strategie und nimmt die Coins, die quasi für deinen Einsatz dann auch dementsprechend passend sind. Das heißt also, um die Frage abschließend zu beantworten, nein, du brauchst keinerlei Erfahrung im Trading zu haben, um den Bot selber nutzen zu können. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage von einem Partner. Kann ich auch mehrere Trader koppeln? Schlussendlich ist es so, dass du pro Account, den du verbunden hast, also wir gehen mal hier kurz ins API Binding rein. Hier siehst du ja, haben wir Binance, wir haben Huobi und wir haben Coinbase Pro. Und mit jedem Account, den du verbunden hast, kannst du einen anderen Trader wählen. Also das heißt, du könntest, wenn du alle drei bei allen drei einen Account hast und natürlich auch Guthaben darauf, kannst du drei Trader koppeln. Ansonsten ist es einfach nur einer pro Account. Ja? Gut, Frage Nummer 3. Das war auch eine sehr interessante Frage von einigen, die gefragt haben, ja, was ist denn, wenn jetzt der Bot down geht? Ja? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Wenn der Bot down geht, dann habt ihr einfach eure Coins noch in eurem Wallet, also da die USDT und vielleicht noch die Coins, die der Bot gekauft hat vom letzten Handel. Aber ansonsten passiert da gar nichts. Also das Kapital, was ihr zum Handeln habt auf Binance, Huobi oder Coinbase, das bleibt ewig oder solange bis ihr das abhebt, bleibt das auf eurem Account. Gut, die Frage mit wie viel Exchanges kann ich mit dem Royal Q verbinden, das hatten wir ja gleich, also eben auf API Binding maximal 3 Stück kann man verbinden damit. Die nächste Frage war von einem Partner. Kann ich meine Partner in meinem Backoffice sehen und mit denen kommunizieren? Dazu gehen wir hier auf Mein. Also das heißt, wenn du selber Leute sponsorst, hast du die hier im Team. Kannst du dein ganzes Team anschauen. Und dann haben wir hier, kannst du sehen, wie viele aktiviert sind, also Direct Quantification sind deine Direkten, deine Firstliner quasi und Team Quantification sind alle Leute in deinem Team. Und du kannst hier sehen, also nicht mal meine Firstliner kann ich erkennen, von all den Firstlinern, die ich drin habe, weiß ich genau von zwei
nee, von dreien, wer sie sind, aber auch nur, weil ich mich mit denen ausgetauscht habe, beziehungsweise da den Usernamen erkenne. Aber wie du selber siehst, ist das relativ schwierig. Also deswegen ist wichtig, dass der personelle, also der persönliche Kontakt untereinander mit den eigenen Partnern oder Interessenten stattfindet, dass man auch ein bisschen zuordnen kann, wer ist jetzt da drin, bei wem und so weiter. Übrigens, wenn du bei irgendjemandem eingestiegen bist oder wenn du dich eingeloggt hast und beziehungsweise registriert hast und nicht weißt, wer dein Sponsor ist, dann kannst du das hier ansehen. Einen Moment. Gehen wir nochmal schnell zurück auf Home. Und bei Home gehen wir auf More. Und hier unten haben wir My Counselor. Und hier kannst du sehen, wer mein Sponsor ist. Ist also Coach24. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht weiter weißt, klickst du ja einfach auf das Feld Chat und da kannst du demjenigen sofort eine Nachricht schreiben. Also es geht nur, dass der Partner die Upline anschreibt. Also dein Sponsor kann dich nicht automatisch anschreiben. Das geht nicht. Und das sind halt einfach Dinge aus der Privatsphäre heraus. Deswegen, wenn du nicht weiterkommst und ja, oder irgendwo anstehst, kannst du hier automatisch auf den Chatbotten und deine Upline kontaktieren. Der wird dir dann definitiv oder ziemlich sicher weiterhelfen. So, was haben wir noch? Bam, bam, bam. Genau. Kann mein Trading-Konto auf Binance, Huobi, Coinbase gesprengt werden? Nein, das geht nicht, weil aus dem ganz einfachen Grund, weil ja dieser Bot hier nicht mit Hebeln tradet. Das heißt, er kauft ja nur Coins an am Tiefpunkt und verkauft sie, sobald er an der Spitze ist, verkauft er das dann wieder. Also immer in kleinen Mengen und somit ist auch die Gefahr nicht gegeben, dass da dein Trading-Konto gesprengt wird, so wie das bei herkömmlichem Forex-Trading etc. schon sehr gut möglich ist. Eine Interessentenfrage: Muss ich mein Geld, das ich arbeiten lassen will, irgendwo hinsenden? Nein, musst du nicht, denn das Geld, was du arbeiten lassen willst, das bleibt ja immer auf deinem dementsprechenden Account, eben auf Binance, auf Huobi oder auf Coinbase. Das Einzige, was du machen musst, um den Bot zu aktivieren, damit du überhaupt mal was machen kannst und auch damit du einen Reflink bekommst, ist, dass du den Bot aktivierst. Den Bot aktivierst du so, wenn du ihn runtergeladen hast, musst du hier auf Asset und dann gehst du hier auf Deposit. Dort wird dir dann deine Adresse angezeigt. Hier siehst du zum Beispiel meine Depositadresse. Hier wird dir die Adresse angezeigt, die kannst du kopieren. Und um den Bot zu aktivieren, musst du 120 Dollar musst du hier hinsenden plus etwas für die Transaktionsgebühren. Also du siehst hier unten zum Beispiel, all die roten sind alles Fuel Fee. Das sind Handelsgebühren, die quasi der Bot abrechnet dafür, dass er ja den Gewinn gemacht hat und auch die Provision, also meine Upline, hat hier einen kleinen Prozentsatz davon, wenn ich hier Gewinne mache. Okay? Also das heißt, alles, was an Gebühren ansteht, wird hier über dieses Asset wird es gemacht. Wenn du selber übrigens auch Partner sponsorst und diese ebenfalls Gewinn machen, dann hast du hier, das sind die grünen, das ist jedes Mal, wenn ein Partner von mir zum Beispiel Gewinne macht, bekomme ich hier Provisionen zurückvergütet. Und genau so ist das halt. Weil das ganze System ist ja auf dem Win-Win aufgebaut. Das heißt, jeder verdient hier nur etwas, wenn auch Gewinn gemacht wird. Also es ist nicht irgendwie ja, wie bei anderen, wo man einfach generell pauschal Geld verdient, sondern hier ist wirklich auch der Trader verdient nur dann, wenn du Plus machst. Also wie gesagt, Geld irgendwo hinsenden, hier auf Asset. Meine Empfehlung liegt hier, dass du ungefähr 150 Dollar hier hinsendest.
Je nachdem, mit wie viel du startest, wenn du jetzt nur mit $200 startest, kannst du auch nur 130 oder 140 hier hinsenden. Ich würde da halt einfach gerade mal genug, weil wenn du hier zu wenig drin hast, wird der Handel gestoppt, solange bis du dieses Konto dann wieder nachgefüllt hast. Gut. Wozu muss ich neben der Jahresgebühr noch zusätzliche USDT an den Bot schicken? Eben, das ist das, was wir gerade erwähnt. Das läuft alles hier über Asset und das ist für die Gebühren. So, dann kommen wir hier zu der ganz speziellen Frage: Ist das ein Schneeballsystem? Mit einer ziemlich tausendprozentigen Chance definitiv nicht. Alles, was wir hier tun, ist eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und der Bot ist quasi der Dienstleister. Also das heißt, er vermittelt auch die Trader, ja, an die Kunden, die ihr Geld handeln lassen wollen. Und das Einzige, was wir hier bekommen, ist, also wenn man Partner werben will oder kann, bekommst du einfach quasi dafür eine Empfehlungsprovision. Aber ja. Das war es dann auch schon wieder. Also Schneeballsystem, wir haben hier eine Dienstleistung, wir haben auch eine App dafür. Also somit ist der Schneeballsystemfaktor absolut nicht gegeben. So, dann kommen wir zur letzten Frage, Frage Nummer 10. Was brauche ich, um den Bot für mich arbeiten zu lassen? Also du brauchst hier auf Binance, auf Huobi oder Coinbase Pro brauchst du einen Account. Und wichtig ist, dass der Account auch verifiziert ist, weil eine API-Schnittstelle kannst du nur dann erstellen, wenn dein Account auch verifiziert ist. Das ist ganz wichtig. Dann brauchst du auf diesem Account, brauchst du, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 300, 350 USDT. Und zwar ganz wichtig ist USDT, denn der Bot, der handelt einfach mit deinen USDT. Ebenso brauchst du die ja auch, um quasi den Bot zu aktivieren etc. Also du brauchst mindestens 350 dort drauf, 150 für den Bot plus die Gebühren und $200, die du quasi handeln lassen könntest. Darunter, klar, kann man machen, ist halt nur die Frage nach Sinn oder Unsinn nach dieser Geschichte, weil es soll ja auch ein bisschen, der Bot muss ja ein bisschen Spielraum haben, auch um mit deinem Kapital arbeiten zu können, damit er auch sinnvolle Resultate erzielen kann. Dann brauchst du natürlich eben halt den Bot, also das heißt, musst dich registrieren. Den Link zum Registrieren, falls du niemanden hast oder falls dir noch niemand den Link geschickt hat, findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist unser Teamlink. Dann kommst du bei uns in unser Team rein und kriegst natürlich auch von mir den vollen Support, wenn du das denn magst. Eben registrieren bei dem Bot. Nachher wirst du auf der Seite weitergeleitet, wo du in den Store kommst, wo du die Royal Q, also den Royal Q Bot runterladen kannst und dann geht es daran, dass du den musst du quasi das Geld hinschicken, also wie gesagt, die circa $150 an den Bot schicken und wie gesagt, hier über Asset kannst du hier auf Deposit, kannst dort deine Tron hinschicken, also deine USDT, Entschuldigung. Und sobald du das gemacht hast, kannst du hier auf Mine gehen und dann hast du hier oben den VIP View Permission und den musst du dann aktivieren. Ebenso das oberste Feld mit der Professional Edition, das musst du dann auch aktivieren, damit der Trader mehr Coins zum Handeln hat. Und sobald du den Bot aktiviert hast, geht es dann weiter hier zur API Binding und dort musst du die API-Schnittstelle erstellen auf deinem Binance-Account als Beispiel. Und sobald du das gemacht hast, ist dann nur noch, dass du den Trader auswählst, auf Start gehst und von da an läuft der Bot für dich. Das ist so ungefähr die ganze Geschichte. Wie man das Ganze dann aber macht, werde ich dann auch in einem separaten Video noch erklären.
und dir zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen helfen können. Würde mich freuen, wenn du ein Like da lässt für dieses Video. Du unterstützt mich damit sehr. Wenn du Fragen hast, einfach gerne unten in die Kommentare rein und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Geldverdienen und wundervolle Festtage. Bis bald, dein Patrick. Ciao, ciao.